ich jetzt. Mit dem Böllerschuss geht es los und der Schützenumzug durch Barleben beginnt. Auch dieser Aufmarsch gehört zu den gelebten Traditionen, denn nicht nur die Schützen und die Schalmeienkapelle aus Großammensleben sind gekommen, sondern befreundete Schützenvereine aus der Region und die Vereine aus dem Dorf beteiligen sich an diesem Umzug, der somit ein gesamtgesellschaftliches Ereignis ist und wie in jedem Jahr den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft demonstriert. Denn so, wie man hier einträchtig zusammen marschiert, arbeitet man auch das ganze Jahr über zusammen. Erste Station ist das Mahnmal für die Toten der großen Kriege und auch an die Opfer von Krieg und Gewalt der jüngeren Vergangenheit wird erinnert. Opas und Omas, Mütter und Väter, Schützenbrüder, Schützenväter, Schützenschwestern, Kinder, Kindeskinder, Nachbarn, Freunde. Jüngere und Ältere können sich gegenseitig helfen, warum es lebenswichtig ist, die Erinnerung wach zu halten. Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das kann man gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahr. So sagte einmal Richard von Weizsäcker. Und darum halten wir an. Salut! Laden! Hoch, legt an! Gebt Feuer! Gewehr ab! Laden! Hoch, legt an! Gebt Feuer! Gewehr ab! Laden! Hoch, legt an! Gewehr ab! Rechts bzw. links schwenkt, Marsch! Dann setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Und man sieht, wie wichtig so eine gemeinsame Aktion ist, um den Charakter eines Dorfes zu bestimmen. Denn hinter den Schützen und ihren Gästen marschieren die Freiwillige Feuerwehr, der Heimatverein und die unterschiedlichsten Sportvereine. Und alle haben das gleiche Ziel, das Festzelt auf dem Anger.
Und hier werden sie wieder mit der Kanone begrüßt. Achtung, Böller! Jetzt kann das Fest beginnen und in wenigen Stunden ist es entschieden, wer dann für ein Jahr die Königswürde tragen darf.